Damit hätte ich definitiv nicht gerechnet. Hab da für mich halt einen Schluss gefasst und ja, würde am liebsten tatsächlich gerade selber von mir weglaufen. Hey, können wir mal reden? Ja, gerne. Bei Arne gibt's wundervolle Komplimente. Und der Bergkäse ist einer meiner Lieblingskäse, aber ich mag dich natürlich lieber. Das freut mich. Und bei Tade läuft's nicht so richtig gut. Aber als ich heute Morgen bei Tade zu Hause aufgewacht bin, da kamen dann so die ersten Zweifel oder dass das Bauchgefühl gesagt hat, ob das so das Richtige ist. All das und noch vieles, vieles mehr gibt's in einer brandneuen Folge Bauer sucht Frau 2022, dem Format, das so langsam auf die Zielgerade einbiegt und das ich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt's auf RTL Plus und für mich ist heute das große Highlight das neue Michael-Drama. Bevor wir uns das aber später angucken, können wir erstmal mit Mike starten, der ja immer noch zum ersten Mal überhaupt eine Frau auf seinem Hof hat und von ihr ein bisschen so redet, als würde sie einer völlig anderen außerirdischen Spezies angehören. Das war schon ein anderes Gefühl, aufzustehen und zu wissen, da ist einer und das ist die Katrin. Wie wäre das denn sein, sich gleich morgens denn zu begrüßen? Ich bin einfach gespannt. Ja, so eine Begrüßung mit einer fremden außerirdischen Lebensform, das ist natürlich enorm spannend. Deswegen gucken wir uns die Begrüßung auch in voller Länge an. Wow, mein Gott, war das krass. Und ich frage mich übrigens die ganze Zeit, ob dieses wundervolle Kühlschranktür-Kunstwerk von Mike ist oder wer auch immer das gemalt hat. Hallo, hey, guten Morgen. Hast du fein geschlafen? Ach ja, ganz okay. Und du? Die erste Nacht, ja. Danke auch. Ach, irgendwie sind die beiden schon süß, oder? Und dann soll es auch ans gemeinsame Frühstücken gehen. Und da macht Katrin dann auch gleich mal deutlich, dass sie auch auf dem Hof ist, um zu helfen. Naja, da ist sie ja bei Bauer sucht billige Hilfsarbeitskraft genau richtig. Für mich gehört es total dazu, mitzuhelfen. Gerade wenn ich irgendwo zu Gast bin, ist es für mich selbstverständlich, dass ich damit anfasse und mich nicht bedienen lasse. Ist irgendwie, finde ich, immer eine spannende Frage, weil ich bin zum Beispiel so ein Gastgeber, der eigentlich gar nicht möchte, dass die Gäste auch was machen. Aber ich kann ihren Punkt natürlich auch ganz gut verstehen. Du kannst mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hören wir mal, was Mike als nächstes zu sagen hat. Denn der hat sich die ganze Nacht über ganz, ganz doll bestimmte Fragen gestellt. Ja, gefalle ich ihr oder gefalle ich ihr nicht? Mhm. Ja, also mir ist es halt auch wichtig, dass es dir dann auch gut geht, dass du dich wohlfühlst. Oh, Mike ist schon echt süß, ne? Aber der ist auch mega unerfahren. Ich glaube, der hatte nicht mal in der Grundschule auch nur im Ansatz mal sowas wie einen Schwarm. Aber macht ja auch nichts, denn Katrin gefällt es trotzdem und das ist ja momentan am wichtigsten. Mike als Typ ist sehr offen und herzlich. Er versucht wirklich, dass es den Menschen um ihn herum gut geht, dass die sich wohlfühlen bei ihm und mit ihm. Ich bin gerne in seiner Nähe und genieße das auch, wenn er um mich rum ist, ja. In einer Sache unterscheidet sich Mike allerdings von den anderen Bauern bei Bauer sucht Frau so überhaupt nicht. Denn auch er möchte natürlich mit Katrin jetzt nicht nur schöne Stunden verbringen. Das wäre auch total langweilig. Nein, das Wichtigste ist und bleibt die Hofarbeit. Ich will herausfinden, ob Katrin es alles gefällt. Wie ist das mit der Arbeit denn? Das ist das Schrotsilo. Da fahren wir die einmal hier unter. Und ja, wollte auch denn mal so mal sehen, Mensch, wie stellt sie sich so dabei an? Na gut, und Schrot in einen Eimer zu tun, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, sagen wir mal, die größte Herausforderung im Leben. Aber Katrin macht das sehr gut. Ich glaube, sie wird von ihren Freunden auch nur die Schrotkönigin genannt. Puh, staubt aber auch. Mal super, was hast du denn schon mal gemacht? Hat. Fairerweise muss man allerdings übrigens dazu sagen, dass Katrin ja sowieso auch auf einem Hof groß geworden ist und da ihr ganzes Leben lang mitarbeitet. Aber wie auch immer, die beiden arbeiten gerne zusammen und kommen sich körperlich sogar schon mal ein bisschen näher. Ja, super. Ha! Hey, du. Hörst du auf? Hey. Hui, ich meine das jetzt gar nicht unbedingt spöttisch, sondern eher ein bisschen traurig, aber ich könnte mir bei Mike tatsächlich vorstellen, dass das die intensivste körperliche Begegnung mit einer Frau war, die er jemals hatte. Und mit diesem Überschwang an Gefühlen muss er jetzt erstmal umzugehen lernen. Und ich hoffe, seine Hose ist nicht schon feucht. Ich kann das noch nicht ganz so genau sagen, was ich für die Katrin so fühle oder was sie ist so für mich. Aber ich denke mal, wir verstehen uns soweit ganz gut. Naja, ich glaube, ganz gut ist eine Untertreibung. Danach darf Katrin dann übrigens auch Trecker fahren. An dieser Stelle eine ganz kurze Gedenksekunde für die arme Patricia. Und auch da merkt man wieder, sie ist halt auf einem Hof groß geworden. Sie kann das ziemlich gut. Rum, genau. Wegen dem Frontlenker kannst du wieder rechts steuern. Genau, super.
Also, Mann. Funktioniert. Das funktioniert. Ich glaube, mein Papa wäre stolz auf mich. Du, das glaube ich auch. Dass Katrin übrigens Mike richtig gut findet, das merkt man dann, finde ich, daran, dass sie bei jeder Gelegenheit körperliche Nähe sucht. Und bei Mike bin ich mir sicher, jetzt ist die Hose spätestens feucht. Danke dir. Bitte. Hast du gut, warst ein guter Lehrer. Ja. Vielen Dank dir. Gut. Danach, und das finde ich sehr positiv, ist die Arbeit dann aber erstmal wieder abgehakt und Mike hat sich ein tolles Freizeitprogramm ausgesucht. Wobei ich das auch ein kleines bisschen merkwürdig finde. Warum, erkläre ich dir gleich. Ich will Katrin die Landschaft von meiner Umgebung zeigen, mit ihr gemeinsam Fahrrad fahren, so zu sehen, wie ist das so zu zweit. Mal nicht allein Fahrrad fahren zu müssen, das war schon einfach toll. Schöner hätte das gar nicht eigentlich sein können. Ich hatte meine Freude daran. Schön, also wirklich. Auch die Idee, sich die Umgebung anzugucken. Allerdings muss man dazu wissen, dass Katrin nur wenige Kilometer entfernt von Mike wohnt und die Umgebung wahrscheinlich genauso gut kennt wie er. Aber egal. Danach gab es dann auf jeden Fall noch ein wunderbares Picknick bei mittelmiesem Wetter im Wind und noch mehr Körperlichkeit zwischen den beiden. Ist die Überraschung so gelungen? Habe ich das gut gemacht? Picknick hat auch keiner für mich gemacht. Das war so die Überraschung. Hast du schön gemacht. Überraschung von mir für dich. Freue ich mich drüber. Vielen Dank. Hast du gut gemacht. Schön mit dir. Ja, schön mit dir. Also wenn die beiden körperlich so weitermachen, dann brauchen sie, glaube ich, am Ende der Hofwoche definitiv noch Verhütungsmittel. Aber es ist trotzdem wirklich sehr schön zu sehen, wie gut es den beiden zusammen geht. Wo Katrin den Kopf an mich geneigt hat, das war doch erstmal Obst und so. Was ist jetzt? Das habe ich ja nun nicht jeden Tag, aber ich habe es genossen. Das war einfach wunderschön. Nun hat sich Mike ja vorhin, aber wie ich fand, gar nicht so euphorisch angehört. Ist denn jetzt eigentlich in der Zeit noch mehr an Gefühl gewachsen? Und soll ich, wie gesagt, sicherheitshalber die Verhütungsmittel schon mal rauslegen? Ja, ich wünsche mir, dass es mit der Katrin noch mehr wird, dass wir noch weiterhin zusammen Spaß haben werden. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass es auch dann so gut weitergeht. Ja, wie spaßig dieser Spaß wird, das merken wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge und können ja dann mal weiter zu Martin ins Allgäu gehen. Und bei dem wünscht sich seine Carola ja dringend mehr Freizeit mit ihm. Auch das gibt's heute natürlich wieder nicht. Du, wir gehen auf eine Weide auf. Du musst mir ein bisschen was herrichten. Und da kannst du mir noch helfen. Super. Großartige Idee. Vorher darf Carola aber erstmal Martins Sohn kennenlernen. Und der ist ein bisschen wie Martin selbst. Sehr geschäftsmäßig. Also zumindest war die Begrüßung jetzt nicht hyper emotional. Vorstell, Carola. Hallo. Maximilian. Servus. Mein Sohn. Carola. Servus. Klasse, so mehr Generationen auf einem Hof. Ich kenn's nicht, weil sieht man ja häufig in der Stadt nicht. Ja gut, Carola, das könnte auch damit zu tun haben, dass Bauernhöfe in der Stadt generell sehr selten sind. Aber egal, Carola hört dann jedenfalls mal ein bisschen zu, wie die beiden Männer den weiteren Tagesplan besprechen. Problem, das tun sie in einer völlig fremden Sprache. Ich hab jetzt schon mal von dahinter angefangen, geht hier zum Hage. Und genau, jetzt wollt ihr nur nachfragen, wie machen wir das ja dann hier vorne? Wenn Martin und Maximilian sich besprechen, dann höre ich interessiert zu. Aber verstehen tue ich kaum was. Ach Carola, das musst du auch nicht verstehen. Wichtig ist, du musst mal wieder arbeiten. Und zwar soll da heute irgendwas für die Zäune gemacht werden. Und deswegen müssen da so Kabeltrommeln den Berg hochgetragen werden. Und Martin dirigiert und Carola läuft. Bring Max noch die Rolle. Genau, und holen nur die rechtlichen Pfähle. Jo. Das fand ich wahnsinnig anstrengend, dieses immer wieder bergauf zum Auto und wieder zurück. Das kann ich mir vorstellen und ehrlich gesagt hat man das auch gesehen, weil Carolas Kopf hat nahegelegt, dass sie einen Blutdruck von über 220 zu 140 hat, was ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig gesund aussieht. Aber immerhin hilft ihr Martin, indem er einfach dumm am Auto rumsteht. Du Martin, besseren Sport gibt's gar nicht, sollte ich öfter machen. Ja, und das in der Höhe. Ja. Das macht man öfters, dann ist man richtig fit. Ja. Ach ja, was für ein netter, motivierender Spruch. Und davon bringt Martin dann im Interview noch ein paar. Irgendwie mag ich den ja, aber ich glaube, zwischen ihm und Carola, das wird nichts mehr. Dann habe ich schon gesehen, wie der Kopf rot geworden ist. Er sagt, hoppala, fällt halt doch eine gewisse Grundkondition. Und was für uns einfach selbstverständlich ist, ist halt für sie doch Neuland und doch etwas schwieriger. Ja, aber kein Problem, denn wenn etwas Neuland ist, dann muss man die Person einfach nur an die Hand nehmen und ihr das ganz langsam beibringen und ihr vor allen Dingen auch mal Pausen gönnen. Martin macht also nichts davon und Carola muss direkt Marathon laufen. Kurz hatte ich jetzt unironisch Angst, die kriegt gleich einen Kreislaufzusammenbruch. Ich dachte, gut, jetzt laufen wir mal auf die nächste Weide rüber, ist ja nicht weit. Ja, und dann ging es aber los. Und dann wurde Martin immer schneller und ich kam da echt nicht hinterher. Ja,
ich bin einfach nur noch gerannt, so schnell wie ich konnte. Ich musste einfach nur dranbleiben. Am Ende hat Carola dann aber doch knapp überlebt und durfte dann noch weiter an den Zäunen rumfuhrwerken, während Martin nochmal deutlich gemacht hat, dass es Romantik in seiner Welt nicht gibt, fragt sich dann natürlich, warum er unbedingt eine Frau für die Hofwoche wollte. Ich wollte der Carola schon zeigen, dass es hier nicht nur so romantisch ist, dass man hier ein bisschen bergauf, bergab laufen muss. Nun muss ich ja dazu sagen, dass ich in der letzten Folge noch fand, dass Carola vielleicht ein bisschen schnell über Martin urteilt und ihm ein bisschen Zeit lassen muss, aber so langsam kann ich sie ganz gut verstehen, denn irgendwie ist jetzt schon die Hälfte der Zeit rum und die beiden haben sich noch nicht mal nur normal unterhalten. Für die nächsten Tage erhoffe ich mir, dass Martin mir seine Herzseite zeigt. Dass ich spüre, er interessiert sich für mich als Frau und nicht für mich als Arbeiter hier. Naja, aber du bist nun mal Arbeiter. Aber weißt du, auch Arbeiter müssen ja mal Pause haben. Und deswegen hat Martin sich am nächsten Tag wirklich mal was Schönes überlegt. Und da bin ich sogar ein bisschen neidisch, weil das würde ich auch gerne mal machen. Oh. Machen wir einen schönen Ausflug mit der Bahn. Oh mein Gott, Sessellift. Und dann genießen wir die schöne Aussicht. Sehr cool. Und schöne Aussicht stimmt wirklich. Ich bin ja nun geborener Schleswig-Holstein und ich liebe die Weite und die Meere hier. Aber ich muss echt zugeben, das Allgäu ist schön. Wenn einer von euch da zufällig wohnt und ein Hotel hat und mir unbedingt mal eine Reise schenken möchte, also ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren melden, ne? Ich bin total verliebt in die Landschaft. Das Allgäu ist so wunderschön. Es gibt nichts Schöneres. Ein Erinnerungsfoto? Ein Erinnerungsfoto muss ich machen, ja. Ach, du eins von uns zwei? Gerne. Gute Idee. Oh, super, ne? Ja, jetzt halt lächeln. Ach ja, lächeln kann Martin irgendwie genauso gut wie romantisch sein. Aber naja, danach gab es dann jedenfalls tatsächlich noch eine Brotzeit im Sonnenuntergang. Aber auch wenn die beiden sich dabei dann sogar noch schöne Sachen gesagt haben, ich würde sagen, das Libometer ist bei denen trotzdem immer noch bei minus 9. Warum? Die Lichter sind jetzt alles im Schatten. Mhm. Keine Sonne mehr. Und hier scheint sie noch. Sehr schön. Extra für uns. Nur für dich. Perfekt. Dankeschön. Bitteschön. Tja, und Carola hat irgendwie genau das gleiche Gefühl wie ich und deswegen ist sie nach und nach immer noch trauriger geworden. Ach, ich glaube wirklich, das wird nichts mehr. Natürlich habe ich mich mitreißen lassen von der romantischen Stimmung. Aber nichtsdestotrotz, super, es kommt einfach nicht rüber, dass er das als Paar machen möchte. Es ist von ihm kein warmes Gefühl da. Apropos kein warmes Gefühl, dann können wir ja mal wieder zu Loretta und ihrem Sascha gucken. Und die haben heute auch wieder einen, wie ich finde, wirklich extrem tollen Programmpunkt. Da hat Loretta aber mal wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen. So Sascha, ich habe Hunde dabei und ein bisschen Wurmmittel. Habe ich vom Tierarzt gekriegt. Ja. Darf ich dir vielleicht das Wurmmittel geben? Ja. Okay, top. Geil, Wurmmittel für Ziegen. Oh, da hat Sascha aber auch ein Glück, was er so tolle Sachen bei Loretta erleben darf. Erstmal darf er sich aber tatsächlich ein bisschen freuen, denn Loretta zeigt nochmal, dass sie ihre Hunde sehr gut im Griff hat. Aber kein Wunder, ich glaube ehrlich gesagt, die hat sie auch einfach viel lieber als Sascha. What a way. Jawohl. Fledermaus. Als wir die Ziegen und Schafe zusammengetrieben haben mit den Hunden, war es sehr interessant für mich, weil ich selber Hundeführer bin. Die Hunde haben sich sehr gefreut auf die Arbeit. Der Hund ist ein Arbeitstier und das war hier das beste Beispiel. Ohne den Hund hätten wir die nie im Leben zusammengekriegt. Die wären in alle Ecken gerannt und dann wären wir den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Fledermaus ist auch mal ein spannender Name für einen Hund, oder? Naja, egal. Danach ging es dann jedenfalls noch darum, die Ziegen nach Geschlecht zu teilen. Und Sascha hatte dann sogar die ehrenvolle und romantische Aufgabe, den Bahnwärter zu spielen. Die zwei können jetzt auf jeden Fall schon mal links, in Fahrtrichtung links raus. In Fahrtrichtung links. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte aussteigen. Hopp. Genau. Das eigentliche Highlight für Sascha an diesem Tag, das hat ja aber noch gewartet, denn er durfte das Wurmmittel verteilen. Und sah, fand ich, mit diesem Mini-Rucksack auf dem Rücken ein bisschen so aus wie die Mischung aus einem geistig eingeschränkten Pfadfinder und einem wirklich schlechten Ghostbuster. Jetzt muss ich gucken, genau, dass du mit dem hier ein bisschen ins Maul reingehst. Seitlich willst du. Genau. So. Ja. Jawohl, und dann zweimal abdrücken.
Super. Die Aktion mit den Schafen hat mir sehr gut gefallen. Ab in die Freiheit. Auch die Arbeit mit dem Hund. Und wir haben wieder einmal sehr gut Hand in Hand zusammengearbeitet. Hat mich sehr gefreut. Ja, Sascha, du sagst es. Ihr habt gearbeitet, wie eigentlich immer. Und irgendwie, glaube ich, merkt auch Loretta, dass es jetzt doch mal an der Zeit ist, was anderes zu tun. Und so ganz nebenbei wird es ja auch langsam einfach mal Zeit dafür. Die Hofwoche neigt sich ja allmählich dem Ende. Und ich habe gedacht, ich möchte jetzt mal die Zeit nutzen und mit Sascha und Vier-Augen-Gespräch führen. Hi! Hallo! Als ich Loretta mit der Harley gesehen habe, habe ich gedacht, wow, Lorettas Look war echt Hammer. Ja, und dann sind die beiden zu einem wirklich schönen Platz an einem See gefahren. Und Loretta wollte von Sascha erstmal wissen, wie der die Hofwoche eigentlich fand. Und ich muss sagen, er hat das genauso zusammengefasst wie ein Praktikant, der mit seinem Chef redet. Aber es passt ja auch irgendwie. Also die Hofwoche, die war Hammer. Ich konnte viel von dir lernen, hast mir viel Vertrauen entgegengebracht, was ich ja wirklich sehr schätze. Cool, dann ist jetzt hier nur die Frage, ob das Arbeitsverhältnis, ob die Beziehung zwischen den beiden eine Zukunft hat. Und ich bin ehrlich, ich kann das bei denen überhaupt nicht einschätzen. Insofern war ich sehr gespannt, was Sascha jetzt zu sagen hat. Ich hab dich echt ganz, ganz gern. Ich mag dich wirklich. Okay. Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin Kontakt haben könnten. So wie wir zusammengearbeitet haben, ja. Hat eigentlich funktioniert, aber ich möchte auf jeden Fall diese entstandene Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Interessant. Irgendwie hätte ich dann doch ein bisschen erwartet, dass wenigstens Sascha sich verliebt hat. Und dann war ich natürlich gespannt, was Loretta jetzt sagt. Weil auch bei der kann man es ja einfach überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht ist Sascha ja für sie der absolute Traummann. Mir geht es auch so, dass wir uns wirklich gut verstehen. Aber ich glaube, wir sind da wirklich auf einer Ebene. Und es ist bei beiden so, dass da jetzt so nicht ja, die riesigen Gefühle da sind. Komm mal her. Ich bin schon ein Stück weit erleichtert, dass Sascha das ähnlich geht, weil es wäre jetzt natürlich nicht schön, wenn er jetzt ganz große Gefühle aufgebaut hätte und von mir jetzt nur Freundschaft käme. Schade. Damit hat Loretta also bei Bauer sucht Frau nicht den Mann fürs Leben gefunden. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo anders eine billige Hilfsarbeit. Die richtige Person an ihrer Seite. Da draußen ist jemand, der zu mir gehört und auf den freue ich mich und bin gespannt, wann wir uns kennenlernen. Als nächstes gab es dann für mich eine echte Überraschung, denn Theo ist wieder zurück und falls du nicht mehr wissen solltest, wer das überhaupt ist, der hat damals beim Scheunenfest eine ganz besondere Rolle gespielt. Da wollte er nämlich gar keine Frau haben und hat sogar Carla Kolumna abgelehnt. Ja, eine Entscheidung habe ich getroffen. Ja. Aus meiner Sicht passt es bei beiden für mich nicht. Ja, aber seit dem Scheunenfest sind ja schon ein paar Wochen vergangen und da hat sich bei Theo doch einiges getan. Und ich fand ihn damals ja relativ reserviert. Mittlerweile klingt er aber ganz anders. Mein Leben hat eine Riesenwende bekommen. Bei mir gibt es eine neue Frau im Leben. Und da freue ich mich riesig drüber. Sie ist aus der Landwirtschaft und heißt Andrea. Ja, krass. Und ich meine, sowas sollte natürlich auch nichts mit dem Alter zu tun haben, aber die beiden scheinen in diesen wenigen Wochen doch schon relativ weit gekommen zu sein, weil die wirken echt mal krass wie verliebte Teenager. Irgendwie süß. Hallo, Schatz. Hallo, mein Engel, da bist du ja. Na, alles klar? Ja. Na, komm mal mit. Wir kennen uns jetzt etwa 6 Wochen. Es passt einfach. Das war von Anfang an, als würde man sich schon ewig kennen. Weil er ist halt witzig, er ist charmant, er ist aber auch auf der anderen Seite auch sehr geradlinig. Und das sind Sachen, die ich halt auch sehr an ihm schätze. Mhm. Und die beiden sind dann, obwohl ja noch nicht so viel Zeit vergangen ist, auch wirklich schon ein echtes Paar. Und Theo ist so unfassbar krass verliebt. Da kann ich es ihm sogar ausnahmsweise doch noch verzeihen, dass er damals Carla Kolumna abgelehnt. Auch wenn ich die wirklich gerne in der Hofwoche gesehen hätte. Ich bin total angetan von ihr, wie sie anpackt, wie sie redet. Wir haben den gleichen Humor. Ich habe noch eine für dich. Aha, du bist eine Gute. Also ich würde sagen, seit wir uns kennen, waren wir relativ schnell ein Paar. Ja. Wir sehen uns im Prinzip 7 Tage die Woche. Und das hätte ich mir vorher auch nicht so vorstellen können. Und jetzt gebe ich dich nicht mehr her. Theo möchte jetzt aber noch einen Schritt weiter mit seiner Andrea gehen und deswegen hat er auch eine ganz besondere Überraschung für sie. Und wisst ihr, woran man merkt, dass der wirklich verliebt ist? Es hat nichts mit Arbeit zu tun. So, mein Schatz, jetzt zeige ich dir so einen ganz besonderen Ort. Ne? Und hier habe ich vor Jahren mal ein Schlafweinfass aufgebaut. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann hier eine Nacht verbringen können. Ein Schlafweinfass an dem See. Wow, also ich bin ehrlich, da bin ich jetzt neidisch. Das hätte ich nämlich auch verdammt gerne. Das ist aber noch nicht alles, was Theo vorbereitet hat. Auch wenn seine nächste Überraschung ein kleines bisschen doppeldeutig klingt. Da siehst du den kleinen Stock da. Geh mal hin, hol den mal hoch.
Und da ist eine Schnur dran. Okay. Und dann zieh mal bitte da dran. An dem Stock? Ja. Ja, und als Andrea dann in der Nähe des Schlafweinfasses am kleinen Stock zieht, passiert dann etwas ganz Besonderes. Und nein, nicht das, was du schon wieder denkst, sondern Theo hat da im See auch noch ein Herz aus Kerzen versteckt. Hast du ein Herz gemacht? Genau. Du machst mich sprachlos. Ja, ist ja schön. Ach, die beiden sind schon ein echtes Traumpaar. Aber apropos Traumpaar, da haben wir ja auch noch ein anderes, nämlich Arne und Antje. Und die sind heute, Bauer sucht Käse typisch, natürlich mal wieder beim Käse machen. Und da hat Arne sich wieder einen super spannenden Programmpunkt überlegt. Ja, gestern haben wir ja unseren Weichkäse hergestellt. Und heute nehmen wir den Weichkäse und salzen den und tun ihn danach auf die Hornen. Mhm. Ja, Camembert salzen. Meine Güte, ist das spannend. Aber wisst ihr, woran man merkt, dass Antje Arne wirklich, wirklich mag? Für sie ist das, glaube ich, gerade das Schönste, was sie sich vorstellen kann. Außer vielleicht, dass Arne mal ihren Camembert salzt. Ich wusste überhaupt nicht, dass der Camembert nochmal gesalzen wird. Toll, wenn ich so diese ganzen Schritte von der Käseherstellung so live sehen darf da. Arne war ja dann bisher in den vergangenen Folgen oft so ein kleines bisschen schüchtern. Man merkt aber deutlich, der taut mehr und mehr auf und hat sich deswegen für Antje beim Arbeiten auch noch eine nette Kleinigkeit überlegt. Hat natürlich wieder mit Käse zu tun, ist aber trotzdem süß. Da ich Antje so toll finde, habe ich mir gedacht, ich mache noch was Besonderes. Ich habe ein paar Weichkäse in Herzform gemacht. Davon habe ich ihr aber nichts verraten, sondern habe das so nebenbei gemacht. Wann hast du das gemacht, das schöne Herz? Gestern zwischendurch, ohne dass du es gemerkt hast. Ach was. Schön, danke. Bitteschön. Ach, aber nicht nur das. Arne macht Antje auch wundervolle Komplimente. Und ich glaube, aus Arnes Mund ist das, was er als nächstes sagt, das überhaupt Schönste, was man sich vorstellt. Und der Bergkäse ist einer meiner Lieblingskäse. Mhm. Aber ich mag dich natürlich lieber. Das freut mich. Nachdem Arne nun aber ja Antje doch sehr intensiv in seine Käseherstellung eingeweiht hat, möchte auch Antje mal die Gelegenheit nutzen, Arne zu zeigen, was sie denn sonst eigentlich so macht. Die malt nämlich ziemlich gern. Oh Antje, was machst du denn da? Ich male ein bisschen. Das sieht auch schön aus. Ich male halt, um mich auch zu entspannen und wollte mich so ein bisschen in mich hineinfühlen. Und da male ich halt einfach drauf los. Ja. Und wenn sie tief in ihr Herzen hineinfühlt, dann merkt sie in letzter Zeit, da ist vor allen Dingen Käse. Und deswegen wird er dann natürlich auch gleich mal grafisch verewigt. Jetzt haben wir nicht nur Käse hergestellt, sondern noch Käse gemalt. Oh, jetzt habe ich dich auch angemalt. Halb so schlimm. Was ich aber schön finde, ist, dass Arne sich das dann auch ein bisschen erklären lässt und sich wirklich auch Zeit nimmt. Und ich finde, das macht eine gute beginnende Partnerschaft auch aus, dass man sich für die Hobbys des anderen interessiert. Und Arne und Antje sind halt einfach irgendwie süß. An Antje finde ich toll, dass sie einfach so hilfsbereit, kreativ ist und so viele Talente hat, dass man gar nicht weiß, was sie überhaupt am besten kann. Allerdings ist es auch bei den beiden so, dass bald ein Ende bevorsteht, denn die Hofwoche ist natürlich logischerweise irgendwann auch mal vorbei. Und deswegen hat Antje eine wichtige Frage, während Arne ein bisschen so guckt, als hätte er gerade einen Marihuana-Käse gegessen, finde ich. Ich mache mir ja schon Gedanken, wie das so nach der Hofwoche weitergeht. Und du bist ja hier total eingespannt. Und ja, da frage ich mich, wie war das verbinden können. Gute Frage. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich liebt, dann kann man sich immer Zeit füreinander nehmen. Und das sieht Arne ganz genauso. Ja, ich glaube schon, dass das zeitlich sehr anspruchsvoll wird. Aber ich würde mir natürlich liebend gerne Zeit nehmen, um mit dir diese Zeit zu verbringen. Und wenig später setzt Arne diesen Plan dann auch um, schmückt eine Hollywood-Schaukel und möchte dann nochmal eine große Frage an Antje stellen. Naja, und die Antwort, die kann nicht wirklich überraschen. Und glaubst du, dass du vielleicht ein bisschen mehr als ein Gast sein oder werden könntest? Ja, das denke ich schon. Mein größter Wunsch ist einfach, dich weiterzusehen und in meinem Leben zu haben. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Und dann, ihr erinnert euch ja vielleicht, habe ich ja schon mal gesagt, erst haben sie sich ein bisschen wie Zweitklässler geküsst, dann wie Drittklässler. Und mittlerweile sind die beiden schon in der 5. Klasse angekommen. Wenn sie so weitermachen, schaffen sie vielleicht bis zum Ende der Staffel noch die 6. Antje ist für mich eine ganz besondere Frau, in deren Nähe ich mich wohlfühle und mit der ich sehr gerne meine Zukunft verbringen möchte. Ich weiß noch nicht, ob es offiziell ist, dass wir ein Paar sind, aber ohne Arne geht's nicht mehr. Schön. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch, dass Arnes wichtigste Bezugspersonen dieser neuen Partnerschaft dann auch noch ihren Segen geben.
Und passenderweise sind die dann auch noch gekommen. Und das sind natürlich nicht Arnes Eltern. Warum sitzen wir hier? Umrahm uns deine Kühe. Lass dich aus. Wie eine Reihe. So eine Reihe. Das sind deine Bodyguards. Die passen auf, dass du hier bleibst. Ja. Och, ist das schön. Jetzt wird's allerdings weniger schön, denn ich möchte euch zu Tade entführen und der ist ja Schafbauer. Und das an sich ist ja gar kein Problem, aber es wird nachher noch ein bisschen dramatisch. Erstmal möchte seine Bewerberin Emily aber eigentlich wissen, für wie viele Tiere er verantwortlich ist. Wie viele Schafe habt ihr denn so ungefähr oder du? Circa 800 Mutterschafe. Mhm. Ja, und dann plus Lämmer und alles, ne? Ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Ahnung davon, ne? Aber 800 kommt mir irgendwie krass viel vor. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ihr das wissen solltet. Und die dürfen dann auch direkt am Deich grasen. Ist schon ziemlich schön. Die haben es aber auch schon toll dann, oder? Ja. Die sind schon süß, ne? Toll. Und jetzt muss man ja dazu sagen, bei den beiden hat die Hofwoche gerade erst angefangen. Emily ist also quasi zum ersten Mal bei Tade aufgewacht. Aber irgendwie ist es seitdem auch schon ein bisschen scheiße. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier bei Tade. Ich finde, dass er sehr aufmerksam ist und mir meinen Aufenthalt bis jetzt sehr schön gestaltet. Aber als ich heute Morgen bei Tade zu Hause aufgewacht bin, da kamen dann so die ersten Zweifel oder dass das Bauchgefühl gesagt hat, ob das so das Richtige ist. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil Emily hat sich ja für Tade beworben. Die beiden haben sich beim Scheunenfest gut verstanden und eigentlich ist ja jetzt auch nichts Negatives vorgefallen oder so. Aber trotzdem möchte sie Tade schon mal ein bisschen fragen, ob dem das eigentlich genauso geht. Aber ich bin ehrlich, ich habe es nicht so ganz verstanden und fand es ein bisschen früh von Emily. Und wie fühlst du dich so? Ist es irgendwie ungewohnt oder gut, dass jetzt mal eine Frau auf dem Hof ist? Oder wie siehst du das alles? Ja. Finde ich gut, aber wir müssen uns auch erstmal kennenlernen. Ja, das stimmt. Okay. Während der Autofahrt habe ich schon mal so ein bisschen versucht zu horchen, in welche Richtung das bei ihm geht, aber so richtig mit der Sprache rausgerückt ist er noch nicht. Na gut, Emily, aber er hat doch einfach recht, ihr müsst euch doch erstmal kennenlernen, oder? Aber das möchte Emily dann jedenfalls plötzlich nicht mehr. War ihr jetzt wahrscheinlich auch schon genug Sendezeit. Und nein, ich will ihr da jetzt gar nichts unterstellen, vielleicht ist da auch irgendwas vorgefallen oder so, aber die Storyline zwischen den beiden habe ich wirklich gar nicht kapiert. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da irgendwas fehlt irgendwie. Und eigentlich höre ich immer ganz gut auf mein Bauchgefühl. Heute gemerkt, ja, dass wir uns super gut verstehen und total viel Spaß haben. Aber ich denke, dass wir eher in die Richtung gute Freunde gehen und weniger in die Richtung Beziehung oder was Ernstes, Langfristiges. Jo. Schade. Und ein bisschen hat man auch gemerkt, dass Tade das jetzt auch nicht ganz so toll fand, aber er hat es typisch Norddeutsch überspielt. Und man sagt uns Norddeutschen ja oft nach, dass wir selbst beim Weltuntergang nur Jo sagen würden. Ich glaube, bei ihm stimmt das schon ein bisschen. Natürlich schade, dass er nicht mehr draus geworden ist. Ja, weil ich mich mit Emily auch so gut verstehe. Ich bin enttäuscht, dass der Funke jetzt nicht übergesprungen ist. Wenn das geklappt hätte, wäre es ja eigentlich noch besser gewesen. Aber ich finde, das ist natürlich auch viel wert, dass wir so einen guten auseinandergehen. Okay, jetzt kommen wir aber endlich zum Highlight dieser Folge. Vorher wollte ich dich aber noch mal ganz kurz bitten, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn wir sind ja immer noch auf der ziemlich langen Road zur 300.000 und über 50% von euch haben meinen Kanal noch immer nicht abonniert. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, dann aber los mit dem Drama. Und falls du die letzte Folge nicht gesehen haben solltest, es geht darum, dass Michael seinen Jan Hendrik in der letzten Folge noch mal gesagt hat, dass er sich noch nicht so ganz sicher ist, wie das jetzt mit denen weitergehen soll. Und deswegen haben die beiden dann die folgende Nacht auch räumlich getrennt voneinander verbracht. Das sind ja keine besonders guten Aussichten. Wir beide brauchten was Abstand, um uns halt nochmal echt alleine Gedanken zu machen und runterzukommen. Deswegen habe ich dann auch sehr gerne meine Wohnung überlassen und habe auf dem Hof geschlafen bei meinen Eltern. Ui, das klingt aber wirklich schlimm. Und danach sagt Michael auch noch eine ganze andere Menge Sätze, die normalerweise nichts Gutes bedeuten. Und ich glaube, das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Es wird wirklich noch unangenehm. Ich weiß halt gerade nicht, was jetzt auf mich zukommt und wie es Jan geht. Und habe da für mich halt einen Schluss gefasst und ja, würde am liebsten tatsächlich gerade selber von mir weglaufen. Hey, können wir mal reden? Ja, gerne. Oh ja, man merkte dann, Jan Hendrik war auf jeden Fall sehr emotional und er wusste auch nicht so ganz, was auf ihn zukommt. Aber immerhin hat Michael dann relativ schnell erstmal ausgepackt. Ein bisschen schwammig hat er sich aber auch ausgedrückt. Ich habe halt ja, über uns nachgedacht und was halt auch gestern vorgefallen war am Rhein und das war halt tatsächlich für mich in Teilen so, ja, wie soll ich das sagen, so erdrückend. Was
mich halt sehr zurückgeworfen hat, sind halt auch deine Ängste. Wo ich sage, mir fehlt ja vielleicht irgendwie diese starke Schulter an meiner Seite. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ziemlich schwierig von Michael. Also es geht ja letztlich darum, dass er findet, dass Jan Hendrik ein bisschen zu sehr klammert und sich zu viele Gedanken über die Zukunft macht. So weit, so gut. Allerdings hat Michael ja auch bei einem Dating-Format teilgenommen, bei dem man schon weiß, dass es um ernsthafte Beziehungen geht. Und er hat Jan Hendrik mehrmals gesagt, dass er Schmetterlinge im Bauch hat. Das ist schon ein bisschen komisch. Und Jan Hendrik hat für sich übrigens auch eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich tatsächlich entschieden, dass ich gebe nicht auf, ich bin ihr für ihn. Ich lasse dich die Entscheidung über, weil ich habe mich schon jetzt entschieden, ich will bei dir bleiben und weitermachen. Cool, also finde ich tatsächlich gut, denn manchmal muss man auch für eine beginnende Liebe durchaus kämpfen und Jan Hendrik hat dafür dann auch noch ein Plädoyer gehalten. Und irgendwie würde ich mir ja doch noch wünschen, dass es zwischen den beiden klappt. Wenn du sagst, ja, ich mag dich, aber ich kann einfach nicht weitermachen und dann ist das echt schwer zu akzeptieren. Aber ich weiß auch, dass du ungern jemanden verletzen willst. Aber du musst das jetzt vergessen und nur einfach an dich denken und sagen, das weißt du, es geht nur um mich jetzt. Puh, also mit anderen Worten, Jan Hendrik legt sein Liebesschicksal in die Hände von Michael. Und man merkt, dem ist die Verantwortung auch durchaus einigermaßen bewusst. Ja, ich leide tatsächlich sehr mit, weil er ist ein herzensguter Mensch. Ja, am liebsten würde ich tatsächlich diese Entscheidung gar nicht kundgeben, weil ich einfach ja, selber schon sehr verletzt worden bin und einfach keine andere Person verletzen möchte. Naja, und wie gesagt, ich habe jetzt echt auf ein Happy End gehofft und irgendwie fände ich das auch cool, weil man kann sich ja trotzdem erst noch mal kennenlernen und dann weiter gucken. Aber Michael sieht das leider ein bisschen anders. Für mich ist es an dem Punkt, wo ich sage, freundschaftlich würde ich dich gerade gerne weiter kennenlernen. Aber das im Thema Beziehung kann ich mir das gerade gar nicht vorstellen. Ach, traurig. Und wie gesagt, für mich auch ein bisschen schwierig, weil klar, man kann Liebe nicht erzwingen. Ich finde es auch fair, dass Michael das so sagt und es ist auch im Prinzip alles gut. Jan Hendrik wollte es aber noch nicht so richtig einsehen. Und danach wurde es bei Michael irgendwie noch schwammiger. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass du mir sagte die ganze Zeit, du hast diese Schmetterlinge im Bauch und plötzlich sind die weg. Ich glaube, das geht uns beiden besser, wenn wir da halt unterschiedliche Wege in der Liebe gehen. Dann blieb jetzt nur noch zu klären, ob Jan Hendrik trotzdem den Rest der Hofwoche noch da bleibt oder nicht. Aber nur für die Kamera da noch ein bisschen rumtun, naja. Kann ich hier bleiben und dein Freund sein? Das kann ich komplett nachvollziehen. Es tut mir leid. Ey, es braucht ja. Komm mal her. Lass dich mal drücken. Irgendwie ja trotzdem ein halbwegs versöhnlicher Abschied zwischen den beiden. Und Jan Hendrik wollte auch die Hoffnung immer noch nicht so ganz aufgeben. Und wir gucken ja demnächst auch noch zusammen die Wiedersehenssendung. Vielleicht hat sich da ja wirklich noch was getan. Ich würde es total interessant finden. Wir hoffen, dass da wahrscheinlich irgendwann ein WhatsApp oder ein Anruf kommt. Das habe ich trotzdem noch. Ja, aber erst ist das vorbei. Okay, und das war's dann leider auch schon wieder mit dieser wundervollen Folge von Bauer sucht Frau. Aber die nächste, die wird auch noch mal richtig spannend. Denn da gibt's noch mal eine große Überraschung. Du bist Chef! Hast gehört. Du nicht. So kam ich mir so vor wie der letzte Esel. Und unser absolutes erstes Traumpaar ist zurück. Nächste Woche gehen schon die letzten Hofwochen zu Ende, eine sogar vorzeitig, denn ein Bauer schickt seine Hofdame nach Hause. Wenn dir mein Video jetzt mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist, wenn du vielleicht meinem Merch-Shop einen Besuch abstattest. Da gibt es nicht nur Kappen und Kissenbezüge, sondern auch T-Shirts, Pullover und viele Sachen mehr. Sind ehrlich gesagt auch ziemlich gute Weihnachtsgeschenke. Ich packe den Link mal wieder ganz nach oben in die Videobeschreibung und da musst du jetzt sowieso wieder draufklicken, denn sonst musst du jetzt mit Martin noch 16 Stunden Kuhmarathon laufen.